Guten Tag, ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Einheit zum Thema Nahtoderfahrung. Und zwar zur Themeneinheit 3, kontinuierliche Reflexionen. 15 Fragen, die in Bezug auf Nahtoderfahrungen kontinuierlich reflektiert werden müssen. Und zu Beginn möchte ich Ihnen gerne die Anliegen dieser kontinuierlichen Reflexionen erläutern. Und zwar: Die folgenden 15 Fragen, die in Bezug auf das Phänomen Nahtoderfahrung kontinuierlich reflektiert werden müssen, begleiten die Forschungsdiskurse seit ihren Anfängen. Aber bei einigen dieser Fragen wird es eventuell niemals möglich sein, sie abschließend wissenschaftlich zu beantworten. Und jetzt kann ich ein Anliegen prägnant veranschaulichen, und das ist folgendes: Alle interessierten Personen sollen stets von Neuem reflektieren können, welche Antworten auf diese 15 Fragen zum Phänomen Nahtoderfahrung für Sie selbst plausibel sind und welche Konsequenzen dies für Sie selbst hat. Und auch die Struktur der 15 Fragen möchte ich Ihnen veranschaulichen. Und zwar werden sich die Fragen 1 bis 3 beziehen auf die zentrale wissenschaftliche Fragestellung der Diskurse. Die Fragen 4 bis 12 beziehen sich auf exemplarische Probleme der Diskurse. Und die Fragen 13 bis 15 beziehen sich auf mögliche Konsequenzen weiterer Diskurse. Und das Anliegen der Fragen 1 bis 3 möchte ich folgendermaßen umschreiben. Die Fragen 1 bis 3 widmen sich der zentralen wissenschaftlichen Fragestellung, die den Diskursen zum Phänomen Nahtoderfahrung zugrunde liegt und in Bezug auf die seit geraumer Zeit kaum argumentative Fortschritte zu erkennen sind. Und zwar in Bezug auf Fragen wie diese. Welche Bedeutung hat das Phänomen Nahtoderfahrung für das Verständnis jener Dimensionen menschlicher Existenz, die mit Begriffen wie Seele, Bewusstsein, Selbstbewusstsein, Körper, Materie bezeichnet werden? Und zu Frage 2 muss ich zunächst eine Vorbemerkung formulieren, und zwar: Einem sogenannten reduktiven Materialismus zufolge können alle Dimensionen menschlicher Existenz, die mit Begriffen wie Seele, Bewusstsein oder Selbstbewusstsein bezeichnet werden, auf materielle Grundlagen zurückgeführt werden, also zum Beispiel auf physiologische Prozesse im Gehirn. Daraus folgt Frage 2. Welches Verständnis von Materie liegt reduktiv materialistischen Deutungen von Nahtoderfahrungen zugrunde? Und entsprechend Frage 3. In welcher Weise werden Fortschritte der Diskurse zum Verständnis von Materie und zur sogenannten künstlichen Intelligenz auch Fortschritte der Diskurse zum Phänomen Nahtoderfahrung ermöglichen? Vor dem Hintergrund kann ich Ihnen jetzt die Anliegen der Fragen 4 bis 12 erläutern, und zwar folgendermaßen. Die Fragen 4 bis 12 veranschaulichen exemplarische Probleme, die bei der Erörterung der zentralen wissenschaftlichen Fragestellung zu dem Phänomen Nahtoderfahrung berücksichtigt werden müssen, die mit den Fragen 1 bis 3 umschrieben wurde. Und das sind Fragen wie diese. Frage 4. Warum können Menschen, die bereits früh erblindet sind oder sogar blind geboren wurden, nach einer Nahtoderfahrung zuweilen beschreiben, in welcher Umgebung sich die lebensbedrohlichen Ereignisse abgespielt haben? Frage 5. Warum können taube Menschen nach einer Nahtoderfahrung Gespräche wiedergeben, die während ihrer Rettung aus akuter Lebensgefahr geführt wurden? Frage 6. Warum können Nahtoderfahrene nach einer Operation, die während einer Vollnarkose an ihnen durchgeführt wurde, zuweilen detailliert beschreiben, was sich innerhalb und außerhalb des Operationssaals abgespielt hat? Frage 7 muss ich zunächst wieder eine Vorbemerkung formulieren. Zuweilen wird die Einschätzung vertreten, dass eine Nahtoderfahrung eine Form einer Depersonalisierung sei, also ein Schutzmechanismus des Bewusstseins, um die Notsituation des Sterbens zu erleichtern. Das führt zu Frage 7. Wenn eine Nahtoderfahrung ein Schutzmechanismus des Bewusstseins wäre, welchen Sinn machen dann negative Nahtoderfahrungen? Auch zu Frage 8 zunächst eine Vorbemerkung. Zuweilen wird die Einschätzung vertreten, dass Nahtoderfahrungen mit Halluzinationen oder Drogentrips verglichen werden können. Das führt zu Frage 8. Warum haben Halluzinationen oder Drogentrips oft negative psychologische Folgen, während Nahtoderfahrungen oft zum Fundament einer positiven Selbst- und Weltsicht werden können? Frage 9.
Warum kommt es infolge von Nahtoderfahrungen zuweilen zu medizinischen Heilungsverläufen, für die es keine schulmedizinischen Erklärungen gibt, zum Beispiel spontane Remissionen von Krebserkrankungen? Auch zu Frage 10 zunächst eine Vorbemerkung. Zuweilen wird die Einschätzung vertreten, dass einige oder sogar alle Teilaspekte von Nahtoderfahrungen künstlich stimuliert werden können, zum Beispiel durch neurophysiologische Mechanismen oder pharmakologische Indikationen. Das führt zu Frage 10. Wenn es möglich wäre, einige oder sogar alle Teilaspekte von Nahtoderfahrungen künstlich zu stimulieren, warum werden dann die therapeutischen Potenziale von Nahtoderfahrungen nicht regelmäßig künstlich stimuliert? Frage 11. Warum erleben Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten vergleichbare Kernaspekte von Nahtoderfahrungen? Und Frage 12. Warum entsprechen die Inhalte der Erfahrungen oft nicht den dogmatischen Vorgaben jener religiösen Systeme, in denen die jeweiligen Personen sozialisiert wurden? Jetzt kommen wir zu den Anliegen der Fragen 13 bis 15. Die Fragen 13 bis 15 beziehen sich auf mögliche Konsequenzen, welche weitere Diskurse zum Phänomen Nahtoderfahrung nach sich ziehen können. Und zwar, Frage 13. In welcher Weise werden weitere Diskurse zum Phänomen Nahtoderfahrung Transformationen von Welt- und Menschenbildern bewirken und neue wissenschaftliche Fragestellungen begründen? Frage 14. In welcher Weise werden weitere Diskurse zum Phänomen Nahtoderfahrung Transformationen von bereits bestehenden religiösen Systemen, religiösen Gemeinschaften und religiösen Ritualen bewirken? Und Frage 15. Welche neuen Formen religiöser Systeme, religiöser Gemeinschaften und religiöser Rituale werden sich im Zuge weiterer Diskurse zum Phänomen Nahtoderfahrung ausbilden? Zum Beispiel in Bezug auf das Verständnis von Seelsorge und Trauerbegleitung. So, jetzt wissen Sie, welche 15 Fragen wir kontinuierlich reflektieren und diskutieren müssen. Deshalb erinnere ich Sie nochmal daran, dass dieser YouTube-Kanal ein interaktiver YouTube-Kanal ist. Und ich erinnere Sie an die Einführung, Kapitel 5, denn da erläutere ich die Möglichkeiten der Teilnahme, also die Frage, wie Sie an diesen Diskussionen und Reflexionen teilnehmen können. Und so bleibt mir jetzt nur noch, Sie zu verweisen auf die nächste Einheit, Thema Einheit 4, Terminologie, die Probleme des Begriffs Nahtoderfahrungen und alternative Begriffe zur Bezeichnung des Phänomens. Dazu lade ich Sie herzlich ein und sage Danke für jetzt.